Ausschlafen ist für Lothar aus Neumünster in Schleswig-Holstein kein Thema. Sein Tag beginnt um 6 Uhr morgens, trotz Ruhestand. Mein Name ist Lothar. Ich bin Rentner, 66 Jahre alt. Um zu überleben, muss ich noch arbeiten gehen. Nach Abzug aller Kosten bleiben von meiner Rente mir 100 Euro über zum Leben. Insgesamt bekommt Lothar nur knapp 430 Euro Rente im Monat. Davon zahlt er seine 30 Quadratmeter Wohnung. Die Heizkosten übernimmt die Stadt. Um über die Runden zu kommen, verdient er sich als Verkäufer eines Straßenmagazins etwas dazu. Doch das ist für ihn längst nicht der einzige Grund zu arbeiten. Auch wenn ich genügend Geld hätte, eine höhere Rente hätte, würde ich trotzdem arbeiten, praktisch bis zum letzten Tag, solange ich kann. Nur wenn ich gesundheitlich nicht mehr in der Lage bin, dann geht's ja nicht. Aber sonst, ohne Arbeit, ich glaube, ich lebe deswegen nur länger, weil ich arbeite. Ohne Arbeit wäre ich vielleicht schon tot, wenn ich mich gar nicht bewegen würde. Das ist einfach, was einen hochhält. Der gebürtige Duisburger verlässt meistens schon um 6.30 Uhr das Haus und steht mit seinen Zeitschriften dann bis mittags auf der Straße. Bei jedem Wetter. Ich werde jetzt meine Jerusalemer verkaufen. Das ist das Straßenmagazin von Schleswig-Holstein. Ich bin sowieso zufrieden, wenn ich 20 Euro Umsatz habe. Das sind 10 Zeitungen, habe ich 9 Euro bar auf der Hand. Da ich das jeden Tag mache, rechne man zusammen im Monat, dann komme ich schon so auf 250, 270 Euro im Monat, die ich dazu habe. Und damit kann man dann leben. Aber eben, dafür muss man aber auch was tun, sonst gibt es das Geld nicht. Ne? Gleichzeitig muss Lothar eisern sparen. Statt mit dem Bus fährt der 66-Jährige täglich 20 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und sein Rad ist noch nicht einmal ganz abbezahlt. Dieses Fahrrad habe ich vom Harry, das ist ein Zeitungskunde. Und er hatte mitbekommen, dass ich das letzte Fahrrad, dass mir das gestohlen wurde. Und dann sagt er, er hat eins im Keller stehen, neues noch, kostet aber 100 Euro. Das konnte ich in Raten bezahlen, 20 Euro. 4 habe ich bezahlt und jetzt muss ich noch Zeitung verkaufen, damit ich die letzte Rate bezahlen kann. Lothar hat 40 Jahre als Konditor gearbeitet. Heute verkauft er Zeitschriften vor einer Bäckerei. Das ist mein Stammplatz, bin immer in der Früh schon da. Im Schnitt 7 Uhr, kurz nach 7 morgens, auch sonntags. Und mittlerweile habe ich mich da wirklich dran gewöhnt und bin eigentlich auch zufrieden mit der Arbeit. Mir macht es auch irgendwie Spaß, weil ich immer ein paar Leute habe, wo man was zu reden hat, was zu machen hat. Als wenn ich zu Hause jetzt alleine in der Wohnung sitze und nicht weiß, was ich an ein Däumchen drehe. 6-7 Stunden am Tag sitzt Lothar vor der Bäckerei. Manchmal gibt es eine kleine Kaffeepause. Hallo, moin. Ist ja so schlechtes Wetter, Lothar, habe ich einen Kaffee für ihn mitgebracht. Danke. Vielen Dank auch. Alles Gute. Ja, mache ich gerne. Wie läuft der Verkauf so heute? Ja, heute habe ich ja jetzt angefangen, aber ich gebe die Hoffnung nie auf, da läuft immer was. Lothar beklagt sich selten. Doch seine Situation macht nachdenklich. Also wenn ich daran denke, wie es bei mir später aussehen könnte, weiß ich nicht. Man hört ja viel, dass die Rente nicht mehr so gut ist und da frage ich mich, lohnt es sich eigentlich wirklich jetzt zu arbeiten, wenn man später sowieso nichts davon hat? Also wenn ich das nicht mache, dann habe ich nichts. Und ich sage immer aus Spaß, das ist ein Sprichwort von mir, nichts habe ich schon. Wenn ich jetzt Zeitung verkaufe, kann nur mehr werden, aber nicht weniger. Da ist nichts. Lothar, was machst du? Ja, ich guck mal nach Pfandflaschen. Manche schmeißen ja immer die Flaschen einfach weg und da ist ja Bargeld. So zwischendurch mal und so, wenn ich da eine sehe, die nehme ich immer mit. Ich verstehe gar nicht, dass einer sowas überhaupt wegwirft. Aber das sind meistens aus Erfahrung Jugendliche. Die haben eben von zu Hause, von den Eltern kriegen sie zu viel Geld. Naja, aber sehr oft sind da immer leere Dosen drin. Hauptsächlich diese Energy-Drinks oder wie das heißt, dieses. Ich habe so ein Zeug noch nie getrunken, deswegen weiß ich nicht, was das ist. Energie hat der Rentner auch so jede Menge. Genug, um hier täglich seine Zeitschriften zu verkaufen, auch sonntags. Und das bei jedem Wetter. Habe ich immerhin 7 Euro schon verdient jetzt am Vormittag. Das mal 10 Tage sind 70 Euro, so rechne ich immer. Und 30 Tage 210. Ja, aber so kommen kleine Summen, bringen Geld. Jetzt werde ich gleich für einen Harry noch einkaufen. Und jedenfalls ist ein guter Schnitt. Ein Schnitt von etwas mehr als 1 Euro die Stunde.
Nach der Arbeit macht Lothar ein-, zweimal die Woche Besorgungen für seinen Freund Harry. Harry gehe ich dafür einkaufen, weil er mit seiner Wirbelsäule und erst vor 2 Wochen noch mit dem Knie operiert hatte. Nur diesmal sind das nur wenige Sachen. Oft ist das so viel. Ich kaufe immer am Samstag zwischendurch für ihn für die ganze Woche ein, weil er selber das nicht tragen kann. So. Darum mache ich das. Der ist ja auch der, der mir das Fahrrad so günstig verkauft hat. Und bezahlst du ihm das Essen dann? Nein, der hat mir gestern schon 10 Euro gegeben gehabt. Und dann rechnen wir nachher ab, wenn ich ihm das gebe. Harry ist ein Zeitungskunde von Lothar. Die beiden kennen sich seit mehreren Monaten und helfen sich gegenseitig, wenn Not am Mann ist. €5,15 Gebe ich dir jetzt 5 zurück, okay? Das ist immer gut. Den Lothar kenne ich schon sehr lange. Toller Kollege. Er hat bloß einen Fehler, er redet sehr viel. Und die letzte Rate, wenn wir jetzt Samstag noch mal für dich einkaufen, dann kriegst du die letzten 20 Euro. Alles klar, wunderbar. Das Lothar hat auch eine Rate im Prinzip offen. Und die eine Rate habe ich gerade mit ihm vereinbart. Die kriegt er am Samstag. Ich hatte ihn aber angeboten, dass ich ihn das erlassen würde. Weil ich ja immer was für ihn tue. Aber naja, er ist ein bisschen anders. Er möchte gerne die letzte Rate auch bezahlen. Naja, ich sage 100 ihn ausgemacht und dann gibt es auch 100. Anders gibt es bei mir sowas nicht. Lothar hat seine Prinzipien. Eines davon ist, sich nie aufzugeben. Dabei hat der 66-Jährige in seinem Leben mehrere schlimme Schicksalsschläge erlitten. Es lebt von meiner Familie überhaupt keiner mehr. Ich war ja auch noch bei der Beerdigung bei meinem Vater. Nur der war lange krank in Duisburg. Und ich bin aber eine Woche erst zurückgefahren mit dem Zug. Und meine Frau und meine Tochter sind bei meiner Mutter noch geblieben, damit die nicht so alleine direkt jetzt noch da waren. Und ich bin wegen der Arbeit her. Und auf den Rückweg von meiner Mutter sind die beiden verunglückt. Kurz nacheinander verlor Lothar seinen Vater, seine Frau und seine Tochter. Das Einzige, was ihm in dieser Zeit Halt gegeben hat, war sein Beruf. Die Arbeit war damals sehr, sehr wichtig für mich. Denn wenn ich die Arbeit nicht gehabt hätte und mich nicht reingestützt und ich wusste, ich werde noch gebraucht und gefordert wäre, ich wäre eingegangen wie eine Prime. Ich habe den Sinn eigentlich fast verloren am Leben. Und wenn ich das jetzt weiter ruhig rausstelle und auch was mich jetzt wirklich aufbaut, ist dieser Zeitungsverkauf, da habe ich eine Aufgabe. Der Verlust seiner Frau und Tochter ist 17 Jahre her. Inzwischen hat Lothar nicht einmal mehr ihre Gräber. Aber hier muss das gewesen sein. In dem Bereich. Mehr besser, ich wäre nicht mit einverstanden gewesen, dass die Gräber aufgelöst wurden. Na, jetzt kommt mir das. Warum? Denn das ist doch auch eine Erinnerung. Doch Lothar konnte es sich nicht länger leisten, die Gräber zu behalten. Tut mir schon weh. Kann ich nicht steuern. Ne? Na, jetzt kommen mir so die. Ist im Lauf des Lebens ist einfach so. Man kann nicht zurückschauen. Es ist ein Traum von mir, wieder als Bäcker zu arbeiten. Würde ich auch sehr gerne machen. Und ich habe mir einen Lebenslauf schon mal vorbereitet. Den Lebenslauf habe ich mit der Hand geschrieben, zumal ich keinen Computer habe. Und ich werde gucken, heute mal noch bei Bäcker nachzufragen, ob ich wenigstens noch als Aushilfe arbeiten kann. Vorteile habe ich dadurch finanziell, auch wenn nur als Aushilfe, ist aber ein Zubrot. Und auch, ich vermisse das so, überhaupt mit den eigenen Händen wieder was herzustellen. Meinen Beruf habe ich immer geliebt auch, sonst hätte ich den Beruf auch nicht gemacht. Die Arbeit in einer Bäckerei wäre für den 66-Jährigen attraktiver und vor allem lukrativer als sein momentaner Zeitungsjob. Guten Tag. Mein Name ist der Chef zu sprechen. Nee, der ist leider im Moment nicht da. Nicht da? Nee. Es geht um, ich wollte mich suchen, eine Arbeitsstelle als Konditor. Ja. Eine Vorstellung, aber bin Rentner, um was zuzuverdienen als Aushilfe oder auf. Ne? Ja. Ist denn eventuell, wissen Sie, ob der was möglich ist? Nee. Ob ich noch mal nachfragen soll? Nee, also Aushilfe im Moment oder Konditorei mit sich gar nicht im Moment, nee.
Naja, okay. Ja, tut mir leid, ja. Ja, naja, ich wünsche alles Gute und ja, danke Dank, ebenso. Ne? Danke, danke auch. Schön. Wiedersehen. Tschüss. Leider war es jetzt hier nichts. Ich werde es weiter versuchen. Das nützt mir nichts. Wegen den Einmal höre ich nicht auf. Ich gucke da nicht weiter irgendwo. Irgendwann muss da was gehen. Lothar hat seinen Arbeitsplatz vor 7 Jahren verloren, als ein Großkonzern seine alte Bäckerei übernommen hat. Danach hat er keine Stelle mehr gefunden. Und auch als Aushilfe sieht es schlecht aus. Ich habe heute überhaupt kein Glück. Das deprimiert einen schon ein bisschen. Und manche blocken sofort ab und nee, kein Interesse. Oder wer wirklich ein bisschen gefragt hat, dann auf einmal kämen Interesse. Wie alt sind Sie? 66. Nee, tut uns leid. Ja, fühlt man sich da abgeschrieben, oder? Ja, das, abgeschoben, abgeschrieben, abgeschoben, also als wenn man nichts mehr wert wäre. Lothar versucht es weiter. Früh am nächsten Morgen geht es zu einer Bäckerei im 30 Kilometer entfernten Kiel. Chef Kai Lück nimmt sich Zeit für ein Gespräch. Und zwar, ich habe eine Frage. Ich bin zwar Rentner, ob Sie vielleicht eine Aushilfe brauchen können. Ich bin gelernter Konditor. Konditor, gelernt? Ja, habe auch jahrelang gearbeitet. Bis zur Rente gearbeitet? Ja, in den letzten 5 Jahren habe ich jetzt Zeitung verkauft, aber ja, was anderes gemacht. Ich habe mal so einen kleinen chronologischen Lebenslauf mitgebracht. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich den gerne mal an. Zeugnisse habe ich leider keine mehr. Die ganzen Papiere hatte ich ja bei mir im Wohnwagen und der ist ausgebrannt. Nachdem Lothar seinen Job verloren hatte, konnte er sich seine damalige Wohnung nicht mehr leisten und hat im Wohnwagen gelebt. Bei dem Brand hat er alles verloren, auch sämtliche Unterlagen. Und deswegen hatte ich auch mit der Rente so viel Ärger. Ja. Es sind noch einige Jahre, die noch nicht ganz anerkannt sind, obwohl die haben das mittlerweile über die Krankenkassen, wo ich versichert war, konnten sie die Zeiten und wegen der Berechnung das feststellen. Bis die Angelegenheit geklärt ist, beträgt Lothars Rente knapp 430 Euro. Eine Stelle in der Bäckerei wäre für ihn deshalb eine große Hilfe. Das Erste, wie oft wollen Sie arbeiten? Was stellen Sie sich vor? Was möchten Sie? So wie Bedarf ist. Zeit habe ich ja. Ja. Wie ich gebraucht werde. Ja. Das ist, ich bin unabhängig von Sie Wochentag, also, Sonntag, egal. 450 Euro, 800 Euro. Ja, weil ich kriege nur geringe Rente. Das bis 1665 ist eh insgesamt steuerfrei. Mhm. Mhm. Ne? Und ich habe noch nicht mal 500 Euro Rente. Das Alter spielt keine große Rolle. Er ist natürlich sehr alt. Und wir wissen auch, dass er körperlich wahrscheinlich nicht mehr diese Leistung bringt wie ein 20-Jähriger. Aber das ist nicht gefordert. Wir suchen Leute, die handwerkliches Geschick haben und die Fingerfertigkeit und eventuell auch alte Rezepte, alte hergebrachte Rezepte. Und da ist das Alter wieder was, was ihm zuspielt. Wir könnten schon Unterstützung gebrauchen, nicht jeden Tag, also ja, nein, ab und an. Ich bin flexibel da drin, ich bin ja alleine. Wären Sie auch bereit, mal eine Probe zu arbeiten, ja, oder ein Praktikum zu machen oder irgendwas ja, in der Richtung? Aber ich würde jetzt, aktuell, jetzt in diesem Punkt, mal sehen, was Sie können. Hätten Sie Lust, mal in die Backstube mitzukommen? Ja. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, was er zeigt. Ich halte mich da auch gleich raus. Ich übergebe das an meine Konditoren. Und die sollen immer nach auf Herz und Nieren prüfen, soweit das in der Kürze der Zeit möglich ist. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich jetzt so eine kleine Arbeitsprobe machen sollte. Sonst hätte ich mich darauf ein bisschen vorbereitet. Kommt darauf an, ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt. Lothar sucht einen Nebenjob als Konditor. Bei seiner ersten Arbeitsprobe ist er extrem nervös. Er ist immerhin schon 7 Jahre raus aus dem Job, hat aber offenbar nichts verlernt. Das sieht man, dass der Lothar schon mal in einem Betrieb gearbeitet hat und dass er auch schon früher Ornamente gespritzt hat, weil sonst wären die auf jeden Fall nicht so sauber geworden. Lothar backt regelmäßig für Freunde und Nachbarn. In einer richtigen Backstube zu stehen, ist für ihn aber etwas ganz Besonderes. Das ist ein super Gefühl, dass man mal wieder vernünftige Produkte machen kann. Da fühlt man sich direkt wieder fit und jünger auch. Entscheidend ist jedoch, dass er mit seiner Leistung auch den Chef, Kai Lück, überzeugt. Olana, das sind die? Ja, das sind die. Besonders der gefällt mir gut. Handwerklich nicht viel auszusetzen. Überhaupt nicht. Und mit ein bisschen Übung, würde ich sagen, ist auch alles wieder machbar. Die erste Arbeitsprobe war erfolgreich. Doch Lothar bleibt bescheiden. Meine Hoffnung ist, dass ich mal ein Praktikum machen kann für mehrere Tage. Und dann, dass er dann sieht, dass er mich gebrauchen kann, für wenn Not am Mann ist. So,
Lothar. So, wie verbleiben wir, Kai? Ich habe erstmal deine Telefonnummer, deine Daten, Kontaktdaten habe ich. Ich würde vorschlagen, also wir können zu einer Einstellung jetzt überhaupt nichts sagen. Nein, ne? Das ist so kurz, dass ich mich melde bei dir, ja, und dass wir dann mal einen Termin vereinbaren, okay, vielleicht schon nächste Woche für ein Praktikum. Genau, mal eine Woche durch. Ja. Kalück möchte sehen, wie zuverlässig und belastbar Lothar im Arbeitsalltag ist. Eine große Chance für den Rentner. Für mich bedeutet das wirklich, das ist wie ein neuer Anfang, wie ein neues Leben. Das ist, also das kann man gar nicht ausdrücken. Ich bin wirklich sehr, sehr froh darüber. Ne? Und da freue ich mich von ganzem Herzen. Und ich werde das auch machen, dass auch die anderen zufrieden sind. Dass auch ältere Leute noch was machen können, was 12, 13, 14,20 Euro habe ich hier. Ist Verdienst, also das ist ja kein Verdienst und das ist viel Geld. Ja, das ist ja schon, da fehlen nur noch 5,80 Euro für die 20 Euro. Und da weiß ich, dass noch mehr drin ist. Schauen wir mal, wie viel ich da habe. So, hier habe ich jetzt drin 2, 4, 6, 8, 10. Ach, da habe ich ja sogar noch einen Fünfer für mich jetzt übrig, wenn ich das Fahrrad bezahlt habe. So, da haben wir die, das ist jetzt das Geld fürs Fahrrad. Lothars Freund Harry hat ihm das neuwertige Rad für 100 Euro verkauft und wollte ihm die letzte Rate sogar erlassen. Doch der 66-Jährige hat seinen Stolz. Ich bin hier, um meine Schulden zu bezahlen. Für das Fahrrad. Ja, das ist in Ordnung. Ja? Top in Ordnung. Seh zu, wo das herkriegst, aber komm her. Dann halt mal die Hand auf. 1, 2, 3, 4, 5 ist 10. 1, 2, 3... 4, 5, 20. Jawohl. Wunderbar. War die letzte Rate fürs Fahrrad. Ich freue mich, jetzt ist es meins und bedanke mich recht herzlich, hat mir so günstig verkauft das. Also jeden hätte ich das Fahrrad so günstig sicherlich nicht verkauft. Lothar gerne, weil er sehr hilfsbereit ist. Und wenn du mal zum Einkaufen brauchst, rufst mich an, hole ich dir. Ja, ne? Alles klar. Geht okay, los. Tschüss. 5 Monate hat Lothar für sein Rad gearbeitet. Jetzt ist es endlich seins. Arbeiten lohnt sich einfach immer. Jede Arbeit lohnt sich. Auch jetzt, was ich habe. Ich sehe doch, was habe ich damit zusätzlich das erreicht, dass ich mir so ein neues, tolles Fahrrad kaufen kann. Also lohnt sich doch Arbeit. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich kein Fahrrad. So einfach ist das. Rentner Lothar leistet in der Bäckerei Lück ein einwöchiges Praktikum ab. Wenn alles gut läuft, kann er als Aushilfe anfangen. Mit einem deutlich besseren Verdienst als bei seinem Zeitungsjob. Der Lothar macht einen guten Eindruck. Er wirkt ehrlich, ist handwerklich begabt. Ja, die Bezahlung, das ist bei uns allgemein üblich. Wir zahlen nach Tarif. Das heißt, es gibt einen Tarifvertrag, der liegt zugrunde. Und wir rechnen dann mit ihm über die Stunden ab. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, in meinem Leben überhaupt noch mal in dem Beruf überhaupt etwas zu machen. Und wenn nur aushilfsweise. Da bin ich so super und freue mich drüber. Also ich kann da kaum abwarten, dass ich hier anfange.